Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Australien. Ja, heute legen wir direkt los, keine Einführungsrunde, mit dabei der Kevin. Hallo. Der Marco. Hallo. Und der Lukas. Und vor mir ist, hallo. Ein Startplatz leer, habe ich gerade gesehen. Hier fliegen die ersten Carbon-Teile. Ja, das war meine. Okay. Ich bin jetzt hinter Christian, ich weiß nicht, wie es vorne an der Spitze aussieht. Immer noch gleich. Boah, jetzt wäre ich beinahe gerade im Christian hinten reingerutscht. Boah. Arno hat mich überholt. Ich habe einen Stieglift gemacht. In dem Moment hat er mich überholt, das soll ich lassen. Okay. Armin ist gerade wieder reingekommen. Ich weiß nicht, kann der jetzt noch nachstarten? Normalfall schon. Also, wenn seine KI gestartet hat, sollte er starten. Ich glaub's nicht. Das ist schlecht. Also bei euch da vorne ist alles gut gegangen, das ist doch schon mal sehr schön. Naja, oder weniger. Ja. Bei mir nicht, ich rutsche gerade schön durchs Kiesbett und komme gerade nicht mehr aus dem Park. Tim, was? Boah. Der ist voll vor mir abgeflogen. Tim ist raus. Ja. Ah, der Tim, okay, ich wollte gerade sagen, hey. Gut, dann kann ich ja wenigstens vernünftig fahren. Ja. So, damit sind es nur noch 8. Ich weiß nicht, also irgendwie gefällt mir die Straßenlage von meinem Auto nicht. Das ist nicht so meins gerade. Ich kann auch mit Christian aktuell nicht mithalten. Es fällt mir erst auf, ich bin die ganze Zeit ohne Ton auf dem Kopfhörer gefahren. Gleich Problem mit Manu. Halt echt schnell. Ja, Gibbon setzt mich gerade unter Druck. Hinter mir ist keiner. Nein! Okay, was ist dir passiert? Ja, in der Schikane bin ich aufs Kies gekommen und dann hat es mich weggedreht. Okay. Kannst du nochmal einen Spieleclip davon machen, dass man es zumindest mal selbstverständlich. Sehr schade. Wie sieht's bei der Spitzengruppe aus? Keine Ahnung. Ja, so. 3, 4 Zehntel bin ich hinter Manu. Okay. Ich bin auch gerade die erste Kurve etwas großzügig gefahren, von daher. Mittelsektor komme ich nicht ganz hinterher. Ein Glück, Gibbon hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Hat aber jetzt einen Fahrfehler gemacht. Habe ich zumindest gerade auf der Karte gesehen. Ein Fahrfehler bräuchte ich mal bei Manu. Tut uns leid, aber diese Informationen können wir dir gerade nicht geben. Jeff kann mir keine Informationen geben zum Wetter. Heißt es mir gleich an. Das heißt aber auch, dass eure Strategie wahrscheinlich besser passt mit den Reifen. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff.
Es fängt an zu regnen. Ja, ich habe auch gerade Regentropfen gesehen. Ganz massiv viele, ganz kurz aber nur. Genau, ja. So weiß aufgeblitzt. Ja. So total unauffällig. So, wir schalten jetzt den Regen ein. Ja, schade. Viel zu früh. Viel zu früh. Ich hätte mir gewünscht, dass ihr alle noch einen Extra-Stop machen müsst. Also meine Strategie war Fimpo. Gibbon hat sich weggedreht. Wer hat sich weggedreht? Gibbon. Okay. Kann ein Fehler gemacht, sind wir Lukas, ne? Hey. Hoppala. Das wird jetzt richtig interessant. Ich weiß ja nicht, wie es für euch da vorne zu fahren ist. Also ja, noch geht's, ne? Schlechter, finde ich. Ja, schlechter wird's auf jeden Fall, aber noch geht's. Ja, ja natürlich, also. Noch ist ja der Punkt nicht gekommen, zu wechseln. Sieht man ja schon, wenn der Punkt kommt. Du kannst noch nicht ansetzen, das wird Zeit. Ah, hurry. Zu weit weg. Der Manu hat einen Fehler gemacht. Der Manu ist in den Meer gekommen, Lukas. Bitte? Hat ganz schön zu kämpfen. Ja, schon gut. Hat ganz schön zu kämpfen im Auto. Bin ich fällig, boah. Rechts, rechts bin ich. Ja, ich hab verpeilt, innen zuzumachen. Sorry für jeden, falls ich dich berührt haben soll. Ich habe einfach mein Auto verloren. Alles in Ordnung. Das ist extrem schwierig zu fahren gerade. Ja. Gibbon in the box. Okay. Wird vielleicht ein bisschen früh sein. Oder er hat die Nase kaputt, das kann natürlich auch sein. Alter. Also ich habe nach hinten 22 Sekunden Luft, das sollte passen. Oh. Fakt ist auf jeden Fall... Da steht jemand. Nee. Okay. Kevin. Achtung, von außen. Ah, okay. Boah, also. Ja, das gefällt mir noch nicht. Ja, eine Runde versuche ich noch. Christian ist jetzt hier im Box gefahren. Christian holt sich Intermediates. Keine schlechte Idee gewesen. Ja, bei mir rutscht es jetzt auch gerade extrem. Ich denke mal, der wird uns jetzt gleich alle schön nass machen, der Christian. Aber Jeff sagt mir jetzt gerade, es wäre noch nicht der Punkt dafür.
war auch noch zu früh und ich bin auch gegangen, weil ich meinen Frontflügel gewechselt habe. Ja. Ja gut, macht der Sinn, wenn deine Nase ab ist. Aber ich struggle jetzt auch gerade schon ein bisschen arg mit den Reifen. Christian hat 14 Sekunden hinter mir, ist 14 Sekunden hinter mir, mal gucken, wie es beim nächsten aussieht. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt gerade auch einen Fahrfehler gemacht, habe aber 15,9 auf den Christian. Also aktuell scheint der Supersoft noch ein bisschen besser zu gehen. Lukas jetzt auch auf Intermediate. Ja. Und dann Zombie. Wer hat zu fighten mit seinen Reifen? Er ist jetzt in die Box gegangen. Also ich habe jetzt gerade die alternative Strategie gekriegt. Oh nein, 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 nein. Bleib dran, Nase. Für Intermediates. Ja. Also ich habe jetzt in der Runde zu viel liegen lassen. Also ich hätte vielleicht doch schon eine Runde früher reingemusst. Weil der letzte Sektor hat mir halt gegenüber Christian halt auch eine ganze Ecke mehr gegeben. Aber jetzt ist definitiv der Punkt. Ja. Na gut. Kann ich nicht ändern. Manu geht rein. Ja, das war abzusehen. Der ist, glaub ich, gegangen. Sobald der RS deaktiviert ist, sollte man gehen. Also ja, will ich ja jetzt auch, aber ich habe halt jetzt schon vorher schon den Fehler gemacht. Irgendjemand fährt. Bist du schon an der Box? Nee, ich bin jetzt gleich erst an der Box. Ich reg mich sowieso wieder. Ich hoffe, dass ich dich weg. Das ist jetzt mal richtig ätzend. Ich glaube, das wird ganz eng mit uns beiden, beziehungsweise wirst du noch vor mir rauskommen. Seitdem du musst die Nase wechseln. Ja, warte mal, so, Gibson war gerade an der Box, glaube ich. Irgendeiner, also zwei Leute stehen da gerade. Ja. Ich fahre jetzt auch gerade parallel wieder los, ich komme jetzt auf Startziel. Du kommst jetzt auf Startziel? Mhm. Okay. Wird interessant mit uns dreien. Ja, du kriegst mich auf jeden Fall. Ah, nee. Noch nicht. Boah. Sorry. Ja, war mein Fehler. Nur hellgrün zum Glück. Lass mir die Reifen ein bisschen auf Temperatur bringen. Ich habe jetzt mal so viele Boxenstopps wie möglich aufgenommen. Okay. Es wird 15 Minuten lang leicht regnen, dann setzt Starkregen ein. Habt ihr auch gerade den Wetterbericht gekriegt? Nein. Jetzt gerade, wo du es gesagt hast. Sagt er dir auch 15 Minuten? Ja. Okay. So, jetzt wird es schwer, ohne DRS an dir vorbeizukommen. Beziehungsweise überhaupt an dich ranzukommen jetzt wieder. Du bist schneller im Moment als ich. Wer ist denn aktuell Dritter? Christian. Christian, ja.
Das passt echt gut. Da war der entscheidende Fehler, jetzt hast du nochmal eine Chance. Gar nicht schnell genug. Alter, ich hab mein Heck verloren. Boah, scheiße. Christian ist pro Runde aktuell 2 Sekunden schneller wie ich. Der kommt mit dem Wetter richtig geil zur Rande. Ich glaube, der hat das Wetter schon richtig analysiert und ja, wird vielleicht auch ein Regensetup haben. Ich dachte, du attackierst jetzt, deswegen hatte ich jetzt aufgelassen. Ja, ich habe mich so sehr die Brechstange gewesen. Einfach dran zu bleiben und versuch's nächste Runde. Hui. Ja, wie man sieht, schaffe ich's nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Da war er weg. Kacke. Schade. Schade, ich denke, wenn ich die eine Runde früher reingekommen wäre, wäre es vielleicht gegen Christian nochmal interessant gewesen. So habe ich viel verloren. Ich glaube, der ist gerade am Fighten mit dem Ding, mit Lukas, oder? Ja. Ja, wie gesagt, der Christian scheint eine irre Performance im Regen gehen zu können. Ja, wahrscheinlich, weil der Regensetup hat. Gehe ich mal von aus. Weil Christian. Wie viel bei dir denn?
Ich habe das Rennen gestartet mit Frontflügel 6 und hinten 5. Ja. Und habe vorhin beim ersten Boxenstopp auf 8 erhöht, vorne. Ja, ich bin 7-7, also fahre ich. Ich habe den Qualifying jetzt schon geguckt. Ich bin drauf eingestellt. Na gut, ich hätte hinten vielleicht auch einen Tacken höher gehen können. Ich habe halt gedacht, fürs Trockene versuche ich noch mit dem Setup noch irgendwie weiterzufahren. Und dann halt nur über den Frontflügel das Ganze zu holen. Aber ich merke langsam auch, das war ein Fehler. Ich hätte doch 2 Stufen höher gehen sollen mit dem Heckflügel. Weil gerade hier vorne, Anfang zweiter Sektor, hier diese lange rechts, die du ja eigentlich voll fahren könntest im Trockenen, da geht mir hier aktuell immer der Arsch rum. Na, da geht mir aber auch rum. Ja. Lukas, Ladi, ihr könnt euch gerne abschließen. Nein. Ja. Er fährt momentan so eine bis anderthalb Sekunden schneller als ich. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Intermediates. Wir vermuten, dass Sie noch zwei. Einer ist in die Box gegangen da vorne. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41. Ich glaube, das war Gibbon. Der ist langsam gefahren. Oder ob das einer von euch war. Gibbon. Was sagen eure Reifen aktuell? %30. Meine willst du nicht wissen, das frustriert dich bestimmt. Ja, du bist 5 Runden nach mir. Ich hab 39 hinten links, vorne, die sehen noch besser aus. Also der schlechteste hinten links hat 22, der beste vorne rechts hat 13. Ja, vorne rechts habe ich 25. Ich komme auch aktuell nicht näher an dich ran. Gut, klar. Mit T4 bin ich dann nicht zufrieden, aber. Ja, was soll ich machen? Meine Hassstrecken sind jetzt mal weg. Von daher. Kann es mal besser werden. Ah ja. Die Asien-Tour kommt noch mit Malaysia, China. Japan. Marco nimmt fleißig den Battle vorne auf um P2 und 3. Richtig. Sehr schön. Weiß ich ja, wo ich heute Abend Spieleclips suchen muss. Ah, 2 Stück habe ich gemacht, einen vom Start und einen aus dem Training mit Zombie. Naja, Flo gleich. Also, Kevin, du kommst aktuell auch nicht näher vorne dran, ne? Nee, ich verliere pro Runde. Und du holst zum Zehntel auf pro Runde, sagt er mir gerade. Wie viel? 5 Zehntel? Ja. Okay. Auf wen läufst du jetzt gerade auf? Irgendwann zu berunden bin, aber ich sehe nicht wer. Wenn ich nicht mein Auto zerstöre. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,6 Sekunden. Ich hab mich weggeschmissen. Und die Nase kaputt. Scheiß Dreck. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schonen den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Gut, damit ist P5 dir. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. P4. Ja, P4. Sorry. Aha. Schade. Nicht das, was ich mir erhofft habe, aber.
Ich glaube, das ist ein Zombie vor mir. Ne, diesmal die blauen Flaggen ignoriert. Wieder. Hat aufgeholt, also Moment, habe ich aufgeholt. Was war da, Männer? Was war da los, Lukas? Ja, wir haben. Er hat mich jetzt überholt. Er hat vorher, haben wir schon einmal die Positionen gewechselt. Kurz. Ah, es ist Zombie. Ich glaube, der Manu kommt da jetzt gleich hinter mir und überrundet mich. Zombie macht mir keinen Platz, wie sollte es auch anders sein? Ja, ich rede nach dem Rennen nochmal mit ihm. Da klinke ich mich ein. Hallo, was ist das denn jetzt hier? Junge, 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 du Fleck. Jetzt hat er mich auch mal überholen lassen. Das ist mir gerade fast nur aufgerutscht. Junge, Junge, Junge. Also wenn Ladi so weiterfährt, dann könnte er eventuell noch an Manu rankommen. Echt? So schnell? Nein, also gerade jetzt im Moment nicht, aber... Doch. Wie ist denn der aktuelle Abstand zwischen den beiden? 23,5. Und der ist so? Bei uns bleibt gleich. Ja. Wie viel nimmt er dem denn pro Runde ab? Sektor hole ich immer auf dich auf, aber dann verliere ich irgendwann. Ich werde dich nicht mehr bekommen. Ich meine, 24 Sekunden, selbst wenn ich weiter so fahren würde, ich habe nur eine 5 Sekunden Strafe. Ich wechsle nur einmal den Flügel. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich in die Box gehen soll. 52% habe ich hinten links. Wetterbericht kann er mir auch nicht sagen. Ich fürchte, wir fehlen uns die Daten. Ich glaube, es endet so, dass wir mit Inters fertig fahren können. Kann durchaus sein, ja. Jetzt ja auch öfter im 2017er. Nur was ich im 2017er noch gar nicht hatte im Multiplayer, ist ein Safety Car. Ich weiß nicht, wie im 2016er irgendwie. Will das nicht rauskommen. Multiplayer. Was will nicht rauskommen? Safety Car? Ja, also bei uns im Multiplayer, ich meine hier auch schon, die lagen ja auch schon gerade Wracks auf der Strecke und naja. Ja. Könnte ja schon mal ein Safety Car kommen. Es kommt ja auch kein virtuelles, ne? Also das haben wir in unserer Koop schon ab und zu virtuelles, aber normales. Okay. Wer ist jetzt gerade an der Box? Zombie. Okay. Dominik. Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich aber immer 27 Sekunden, ich kann da keine 3 Sekunden in der Runde verloren haben. Auf wen? Vor allem hat der Dings noch den Ladi, auf Ladi jetzt auf einmal. Also muss Lukas Ladi wieder gezogen haben. Ja, der hat einen Fehler gemacht. Also Zombie holt sich jetzt gerade Regenreifen. Ja gut, das... Alright. Nicht viel zu bedeuten. Das stimmt allerdings. Jetzt sind es auf einmal 22, also ich check's nicht. Ich muss da irgendwie rumspinnen. Marco, wie ist denn mein Abstand zum Kevin? Weil ich krieg ihn nicht angezeigt. Ich kann dir sagen. Gut. 25,3. 2. 24,5 sagt er mir. Gut. Deiner wird wohl stimmen. 25,4 kriege ich jetzt gerade angezeigt. Ja, ich auch. Warte, ich krieg das weiter, richtig. Tja, der Drops ist gelutscht.
Naja, noch nicht. Ja, du hast mehr wie im Boxenstopp Vorsprung. Ja, aber eine 5-Sekunden-Strafe, also dann wechsel den Flügel. Das heißt, die werden. Ich muss doch auch den Flügel wechseln. Achso, stimmt, ja. Irgendwer ist in die Box gerade von Ladi und. Ich glaube, Ladi. Ladi. Ladi, ja. Oh, wenn, vielleicht kann ich mich voreinsetzen, Lukas. Weil, nee, wird nix. Hätte ich dir Schützenhilfe geben können. Jetzt kann es sein, dass ein bisschen mehr regnet. Ja. Ich glaube, den Eindruck habe. Wetterbericht. Starkregen wird 15 Minuten dauern noch, also ja, es ist noch Starkregen. Ja, ich denke, es ist hier mehr. Das ist die Frage. Gehe ich in die Box? Da habe ich vielleicht noch eine Chance mit Ladi mitzuhalten. Der ist jetzt gleich Pulver zurück, ich bin direkt hinter dem, aber der wird mir zu schnell sein. Jetzt fehlen mir vielleicht die 2 Sekunden, die mich Zombie eben aufgehalten hat. Aber also du verlierst auf Ladi. Ja, ja, also klar. Ich habe meine Reifen am 61. Ich habe jetzt gerade die Strategie bekommen. Aber so spät gesehen. Ich will mir jetzt Pulvets und Besten machen, wenig zu verlieren. Also ich finde, es regnet schon extrem stark. Also ja, ja, es ist extrem heftig gerade. War eine Runde warte ich noch. Nee, eine warte ich noch. Geht Ladi in die Box? Hätte ich vielleicht einen Undercut machen sollen. Hm. Die 5 Sekunden Strafe ist aus dem Halle. Jetzt sagt er mir, die Reifensituation ist interessant, aber er glaubt, dass wir auf den aktuellen bleiben sollen. Das hat er mir auch gerade gesagt, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Weil er mir jetzt gerade eben eine alternative Strategie aufs Auge gedrückt hat. Bist du in die Box? Ich fahre jetzt rein, ja. Wird spannend, denke ich, zwischen uns. Ja, ich muss auch Nase wechseln. Bis dann. Nein, die wechseln die Nase nicht, die sind so doof. Ja, auf Auto. Manu geht rein. Manu geht rein und geht er auf Web? Ich vermute, ja. Er steht noch nicht, ich sag's dir, wenn er steht. Ist Dominik wieder vor mir oder hinter mir? Ja, er geht auf Wett. Ich bin in der T4, dass einer sich rausfahren kann. Dominik ist hinter dir, Tim. Sehr schön. Das ist Glück gehabt. Ja, da vorne sind jetzt momentan alle in der Box. Ladi wart, aber Ladi fährt durch. Das ist oder? Gut. Ja, der fährt durch. Ja, Ladi fährt durch. Ich muss jetzt mir eine Strafe absetzen, das ist das Problem. Ohne die Strafe hätte ich vielleicht eine Chance ranzukommen, aber so. Never. Das ist so bitter, man kann nichts machen. Man steht in der Box und kann nichts machen. Jetzt wieder los, Tim. Hm? Bin jetzt gerade aus der Boxenposition raus. Ja, du, ich bin nicht mal in der Nähe, also die Position hast du sicher. Ich hatte 26 Sekunden, als ich reingegangen bin, auf dich Rückstand. Ja, du dürftest jetzt um 5 Sekunden ungefähr verkleinert fahren. Oh Gott, Pulvets lassen sich ja viel angenehmer fahren. Ja. Das fand ich beim 2016er auch schon, damit hatte man irgendwie mehr Griff. Am Sonntag Formel 1.
Ich wollte es eigentlich gucken, aber das Rennen ist erst abends, ne? Ich denke, ja. 17 Uhr. Da könnte ich noch Schwein. Wann 17 Uhr? Ne, dann kann ich es nicht sehen, dann muss ich es mir aufnehmen. Ja, gut, ich meine, jetzt ist ja sowieso alles egal. Na gut, aber trotzdem. Ja, weil natürlich, ich auch noch, aber. Ja. War die Fertigung durch. Interessant. An Ferrari-Stelle würde ich jetzt auf jeden Fall viel testen für nächste Saison. Ja. Letzte beiden Rennen, genauso wie an Mercedes-Stelle. Na gut, Mercedes wird jetzt natürlich auch schon. Ja, die wollen ja Bottas noch als Team nehmen, meine Zeit. Machen. Sie auch schon angekündigt. Also, du bist auf Regenreifen aktuell schneller wie ich. Ich habe gerade wieder eine knappe Sekunde verloren. Also, das Ding ist durch. Heißt nur noch heil und sauber ankommen. Ich habe nach hinten 2 Minuten Vorsprung. Also mir passiert heute gar nichts mehr. Vor wem ich nächste Saison Angst habe, ist einerseits Red Bull. Und andererseits McLaren muss man beobachten. Wenn die mit dem Renault-Motor fahren. Es wird halt viel vom Renault-Motor abhängen. Wird der Renault-Motor gut sein, werden McLaren und Renault stark. Wenn der Renault-Motor so ist wie in den letzten Rennen, dann lieber nicht. Also so kann er gerne sein, aber wenn er stark wird, dann haben sie halt gleich Renault und McLaren an der Backe, Mercedes und Ferrari. Ja, dann wird es wenigstens mal wieder spannend werden. Ganz ehrlich, die Dominanz von Mercedes in den letzten Jahren war zum Kotzen. Das hat eigentlich... Jahre schon, aber diese Saison hat sich an Grenzen gehalten. Also. Ja gut, Ferrari hat sehr viel selbst dieses Jahr verbockt, ja, von der Performance. Ja, auf jeden Fall, die haben nicht. Wenn du dir Singapur angeguckt hast, das war halt einfach bitter, ja. Malaysia, Japan. Japan hat man auch gesehen, beim Start kam Vettel besser weg als Hamilton, ja. Na, die Leistung sind fünf Herzen gefehlt. Dominik ist raus. Total schon? Yep. Okay. Das heißt, ja, Ferrari. Das heißt, aber kein Spieleclip. Okay. Gibson wird dann aber gleich dann wohl P6 erben. Yep, das denke ich auch. Ladi fährt weiter. Obwohl der so rutscht. Ja, wie sieht's denn aus? Verliert er aktuell viel oder? Ja, also auf mich schon relativ viel. Also 28 hatte ich letzte Runde, oder vor 2 Runden. Ich muss jetzt mal drauf achten. Er hat jetzt in den ersten 2 Kurven. Jetzt sind 17, ich habe jetzt 10 Sekunden geholt in den letzten 2 Runden. Das geht also, sich doch nicht aus. Das kann ja, wenn Ladi jetzt in die Box könnte eng werden. Und selbst wenn er nicht in die Box geht, könnte ich nur aufholen. Es könnte eng werden inzwischen. Hat Ladi sich verbockt. Also vielleicht noch P3, dann wäre ich ja, zwar auch nicht zufrieden, aber naja. Dann bleibt es natürlich. Also Manu ist durch den Krieg keiner mehr. Ja, das war aber abzusehen heute. Ja. Wenn der... Sind noch 12. Haben wir erst gesagt, ja. Ja, wenn die Leute die Strecke nicht wirklich gut können, sag ich jetzt mal, ja, und nicht wirklich einer da ist, der auf Manu seinem Niveau fährt, dann ja, ist das eigentlich ein klares Ding für den. Da könnte auch im Sauberfahren wird das Ding noch abholen, so wie er hier fährt. Der fährt es ja so easy runter. Aber dann, der Ron hat halt gefehlt, keine Ahnung. Ja, das ist halt. Auch recht, ja. Das ist halt ärgerlich, weil der Ron ja wirklich. Das war ja immer ein geiler Battle da vorne, in den ersten beiden Rennen. Ja, die werden die darunter sich ausmachen in so normalen Umständen. Ladi fährt wieder weiter. Ich glaube ja, nicht. Jetzt ist es zu spät, jetzt muss er durchfahren. Ja, denke ich auch. Der ist extrem langsam, mal gucken. 17 Sekunden letzte Runde, diese Runde. Dürfen es um die 10 sein. Also du hast jetzt im Moment 9,5 Sekunden auf ihn. Ja. Wenn es so weitergeht, bin ich nächste Runde an dem dran. Ja gut, aber auf mich hat er mehr als genug. Du holst gut auf. Oh, mal gucken, ob ich noch Spritreserven habe, aber ich glaube nicht. Man hat hier echt viel Sprit verbraucht. Oh Gott, ich muss vielleicht mal auf den Sprit aufpassen.
Das gibt's nicht. Wie viele Runden hat denn der Gibson Rückstand auf den Dominik? Ich bin jetzt schon 3 Runden gefahren. Hat der Gibson so Probleme im Auto gehabt? Jetzt ist er vorbei. Ich glaube, der hat 3 oder 4 Stop-and-Go-Strafen. Okay. Also nach hinten passiert mir wirklich nichts. Ich habe nicht so viel aufgeholt. 5 Minuten habe ich nach hinten Luft. Diese Runde war echt nicht viel, was ich aufgeholt habe. Ja, ich krieg gleich hier blaue Flaggen. Ah, die hat einen Fehler gemacht. Ey, der Fehler von Ladi, den sehe ich gerade gerne. Wenigstens aus Protest fahren. Jetzt sehe ich ihn zumindest schon mal immer auf der Karte. 4 Sekunden. Ja, er hat relativ starke Probleme. Gibson steht in der Wiese. Hol ich viel auf ihn auf, Ladi. Du hast jetzt noch 2 Sekunden. Ah, das Problem war eben. Normalfall, wenn er keinen Unsinn macht, dürfte es die Runde schaffen oder nächstes wird es. Er ist wieder in die Wiese gekommen. Ich habe erstmal gerade Manu durchgelassen. Muss ich eine Runde weniger fahren? Noch, nur noch 1-4. Na, nächste Runde denke ich, ist er fällig. Darf ich natürlich keinen Fehler machen, jetzt wo ich dran bin. Ich hätte gerne mal gewusst, was möglich gewesen wäre, wenn die Nase nicht gelb gewesen wäre und die Nase getauscht hätten. Du bist jetzt unter einer Sekunde. Ah, jetzt bin ich ja direkt an den Rang. Ja, den kriegst du auch jetzt dann noch. Ladi jetzt fair wäre, würde er gar nicht groß halten, aber jetzt komme ich sowieso besser aus der Kurve raus. Auf der Geraden halt, naja, nicht viel schneller als der Mercedes. Ja, aber du bist durch. Ah, ich glaube. So, Lukas, nächste Station bist du. Wie viele Sekunden sind es denn noch? 25. Die werden noch stehen bleiben. Nadi hat sich den sicheren Platz frei versaut. Ja, wer verliert jetzt? Jetzt lässt er noch. Wenn er Pech hat, kriegt er vielleicht noch einen Reifenschaden, je nachdem wie die Reifen aussehen. Ja, die dürften immer gut aussehen. Ja, guck mal, wie lange der jetzt schon fährt. Oh Gott, er sagt mir gerade, es wird weniger Regen. Die Strecke ist besser als bei 1 Minuten. Also ich hole auf den Christian aktuell gar nichts auf. Ich krieg gerade angezeigt, dass mein Heckflügel orange ist. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Was soll das heißen, liebe Boxencrew? Ich glaube, dass das DRS nicht funktioniert. Das ist mir bei dem Wetter eh scheißegal. Ja.
Ja, da ich habe ein bisschen. Lukas, ich habe ein bisschen aufgeholt, aber. Nicht viel. Der Regen lässt in etwa 5 Minuten. Ich glaube 25,4 jetzt auf 25,1. Also bei mir sagt er gerade, der Regen lässt erst in 5 Minuten nach. Ja, das wäre wenn ich nicht wert. Wäre dann für mich mit der letzten Runde. Mhm. Vergiss es so. Der Inter sah ich nicht gut in der Weg, selbst in den Fullbacks habe ich meinen Rhythmus bekommen. Vor dir beträgt 27,0 Sekunden. Ja, ich krieg den Christian definitiv nicht mehr. Ich habe noch 2 Runden. 27 Sekunden Rückstand. Der ist nicht so viel langsamer jetzt wie ich. Ja, auch an den letzten Runden, als ich dann hinter ihm war, war er auch nicht mehr ganz so langsam. Mhm. In den ersten 2-3 Runden habe ich ja teilweise 10 Sekunden aufgeholt, aber dann waren es nur noch Runden 3-4, die ich geholt habe. Manu beginnt die letzte Runde. Sehr schön, das heißt, ich werde gleich abgewunken. Das heißt, ich bin jetzt auch in der letzten Runde. Ah, P5. Auf Ankommen gefahren, da wo ich hin wollte. Alles gut. Gibson mit sicheren Punkten. Ich bin mal gespannt, wie es auf den nächsten Strecken dann läuft. So, jetzt kann ich Australien auch erstmal von der Strecke runter, von der Landkarte tilgen. Jo. Und dann sind wir gleich durch. Fazit zum Rennen von euch so? Will keiner anfangen? Fangen wir einfach beim Zuschauer an, Marco. Ja, für mich relativ kurz, aber sonst eigentlich auch. War schön spannend vom Außen zugucken. Ja. Dann ist doch gut, dann hat es sich doch schon mal gelohnt. Lukas? Ja, war in Ordnung. Also. Hoffentlich komme ich noch ins Ziel. Ja, stimmt schon. Hast du zu wenig Sprit oder was? Na, aber dass ich mal ins Ziel komme, dann bin ich zu wach. Ah ja. Und ja, also Manu war viel zu schnell. Ja, ist halt. Fast eine Minute Vorsprung. Ja. Ja, mich hat er überrundet. Ja, und Kevin? Manu ist doch. Ja, recht unzufrieden. Ich meine, noch voll gestartet. Ja, Manu ist halt recht stark gefahren, da konnte ich nicht ganz dran bleiben, aber naja, P3 ist halt P3, ja. Bin ich nicht zufrieden. Jo. Ich bin mit meinem P5 auch zufrieden, reicht mir vollkommen aus. Im Endeffekt, es war nicht mehr zu holen, ja. Die Konkurrenz war zu schnell für mich, was jetzt bei den anderen da zum ja, Verbindungstrennen oder so passiert ist, I don't know. Bisschen schade, aber naja, gut. Gucken wir gerade nochmal, wenn jetzt die Zeit abgelaufen ist, aufs Gesamtergebnis, aber eigentlich, ja. Lukas, stark gefahren. Auf jeden Fall. Weniger Fehler gemacht als ich. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen unspannend geworden, wenn ich dann nicht einmal ins Gras gefahren wäre. Ja. So, ja, da sehen wir jetzt gerade noch den Kevin, wie er über die Linie fährt. Aber was die Strategie vom Christian anging, ist ein bisschen seltsam. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da Schwerregen noch kommt. Ja, oder vielleicht hat ihm einfach das Mercedes-Team irgendwas anderes gesagt, dass das vielleicht nur 5 Minuten gewesen sind. Das kann natürlich auch sein. Im Nachhinein sehr ärgerlich, weil es wäre wirklich ein sicheres Podium gewesen. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Bedanken wir uns mal schön wieder fürs Zusehen. Ja, und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gerade mal gucken, ob da jetzt noch irgendwas hat.
Interessantes noch in der Übersicht ist an Strafen? Ich habe 3 Sekunden, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, ich habe kurz vor Schluss habe ich mir eine Verwarnung freiwillig geholt. Manus erster Sieg. Echt? Ja. Hat doch okay. Ist doch bisher nur 2x Zweiter geworden. Wir haben alle 3 den gleichen Fahrer auf dem Podest. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay. Ja, 3 Klone, 3 unterschiedliche Teams. Kann man machen. Auf jeden Fall. So, guck mal gerade nochmal. Rennleitung. Ja, gab doch sehr viele Strafen. Ja, die 5-Sekunden-Strafe habe ich hier abgesessen. Gibbon. Oh, Lukas, das war echt spannend für uns beiden von der Pace her, wieder die Pace erlebt. Ja. Ja, das ist mal der Hammer hier. Rasen in der Boxengasse, arme Gibson.